Hallo, willkommen bei Mega Rasa. Ich bin Mega. Heute werde ich ein leckeres, einfaches Nasi Goreng zubereiten. Es ist vegetarisch und was brauchst du alles? 2 spanische Paprika, 1 große Tomate, 2 Schalotten, 2 Zehen Knoblauch, 2 Eier, flache Petersilie, Frühlingszwiebel, Salz, Gemüsebrühe, etwas Ketchup-Manis, etwas Öl zum Braten und natürlich der weiße Reis. Wir beginnen damit, die Bumbu herzustellen. Zuerst schneiden wir die Peppers. Ich werde jetzt die Paprika schneiden. Und ja, du kannst die Samen drin lassen oder nicht. Und wenn du nicht zu scharf magst, kannst du die Samen entfernen und dann wird es weniger scharf. Ich mag es zwar scharf, also werde ich es schön reinmachen. Ich werde es gleich in die Küchenmaschine geben, also hacke diese einfach schön grob. Die spanischen Paprika einfach so hinein. Jetzt Tomate. Das Kronchen entfernen, denn das ist ein bisschen ein hartes Stück. So, wir machen einfach weiter. Grob schneiden, denn es kommt sowieso einfach in die Küchenmaschine. Und also wird alles fein gemahlen. Und die Schalotten, die kleinen aromatischen Zwiebeln, die oft in der feinen Küche verwendet werden, um Gerichten eine subtile Süße und Tiefe zu verleihen, sollten sorgfältig geschält und in feine Ringe geschnitten werden, um das volle Aroma zu entfalten. In 4 Teile schneiden. Räume kurz auf. Der Knoblauch. Ich mache den Knoblauch meistens zuerst ein wenig platt. So. Denn dann kann man ihn leicht schälen. Noch eins. Jetzt werden wir ein bisschen mehr Lärm machen. Okay, ich werde jetzt auch die Frühlingszwiebeln schneiden. Das ist natürlich optional. Aber ich werde auch zusätzlich ein wenig langsam und vorsichtig vorgehen und dann weiter mit dem nächsten Schritt. Wenn du es nicht magst, kannst du es natürlich weglassen. Aber es ist wirklich lecker und sehr empfehlenswert. Es hat einen einzigartigen Geschmack, der viele Gerichte bereichert. Einfach fein hacken und genießen. Okay. Nun ist die Bumbu fertig und jetzt machen wir weiter. Lass uns einfach die Pfanne langsam einschalten und dann weitermachen. Ein Schuss Öl hinein. Bitte warte kurz, bis er richtig warm ist. Und ich kann dir sagen, er ist jetzt schon warm. Lassen Sie die Bumbu braten. Alles ist gut und schön in jeder Hinsicht und bleibt so und bleibt es so.
sauber machen. Und den Deckel auch. Nun wirst du das eigentlich kurz anbraten, bis die Farbe etwas dunkler wird. Und dann können wir das Ei hineinlegen. Nun siehst du schon, dass die Bumbu etwas trockener wird. Also ist nun die ganze Flüssigkeit bereits weg. Und jetzt können wir das Ei einfach und vorsichtig hineinlegen. Einen, denn die andere werden wir gleich braten. So, machst du eigentlich ein Rührei? Schau, dann darfst du die Bumbu wieder vermengen. Und jetzt darf der Reis hinein. Das ist der Reis von gestern, den ich übrig geblieben habe, und das ist alles. Okay, dann fügen wir nun ganz langsam und sehr vorsichtig nach und nach das Salz und die Gemüsebrühe hinzu, um sicherzustellen, dass alles gut vermischt wird. Und geben Sie zuerst etwa 2 Esslöffel Ketchup Manis hinzu. So was. Jetzt sieht man den weißen Reis nicht mehr, man den weißen Reis nicht mehr sehen kann. Er ist jetzt gut und gleichmäßig gemischt. Und zuletzt die frische, aromatische Petersilie sowie die knackigen, saftigen Frühlingszwiebeln hinein. Das ist auch gleich schön für die Farbe. Sieht auch gleich viel frischer aus. So. Jetzt werden wir mal probieren. Lassen Sie uns jetzt versuchen, dies auszuprobieren. Ich stelle die Hitze etwas niedriger ein, indem ich sie vorsichtig anpasse. Sonst brennt es natürlich an und klebt an der Pfanne. Probieren. Es darf Salz hinzu. Echt nur ein. Noch probieren. Ja, jetzt ist es gut. Nun, das Nasi Goreng ist fertig und jetzt werden wir das Ei braten, denn wenn du in Indonesien gehört zu Nasi Goreng immer ein Ei dazu. Aber in Indonesien werden wir es
das Ei niemals trocken braten, sondern immer eine Art von Frittieren, also etwas mehr Öl als normal. Warte kurz, bis es warm ist. Also, du wirst das Ei eigentlich frittieren, sodass du die Ränder des Eis etwas knusprig bekommst und, naja, das macht es eigentlich lecker. Ich muss jedoch dazu sagen, dass man Abstand halten sollte, denn es spritzt normalerweise. Aber dann bekommst du wirklich ein wirklich sehr leckeres und köstliches Ei. Nun, das Ei ist jetzt wirklich fertig. Jetzt werden wir es schön anrichten. Ich mache es in einer Schüssel, denn dann erhält man eine sehr schöne Form. Ein Ei dazu und Gurke. Normalerweise mache ich Akka Atya Kutimun dazu, also Akka Atya aus Gurke. Aber das zeige ich euch in meinem nächsten Video. Für jetzt nur Gurke und Tomate. Und dann Kerupuk Krepuk. Und gebratene Zwiebeln? Nun, das ist mein einfaches vegetarisches Nasi Goreng. Gefällt dir dieses Video? Dann like es. Und vergiss nicht zu abonnieren, dann weißt du, wann ich wieder etwas Leckeres koche. Tschüss.